den Hof mit einem Glasdach überspannen und so ergibt sich ein wunderbarer, heller Vortragssaal. Und das Schöne daran ist, Papa, dieses Konzert kostet nur ein Drittel von dem, was Bürgermeister Wöller und dieser Huber veranschlagt haben. Und die alte Bausubstanz ist nahezu völlig integriert. Die Herren vom Denkmalamt werden uns die Füße küssen. Das tun sie bereits. Und wir dürfen auch wieder ins Kloster einziehen. Und müssen nicht in den Ochsen. Unter der Voraussetzung, wir kriegen das hin. Tja, was soll ich sagen? Ja, Papa. Frau Seewald, ich denke, Ihr Vater sollte das nicht ihretwegen befürworten, sondern sich nach eigener Prüfung der Pläne und Kostenvoranschläge mit Renditeprognosen, versteht sich, selbst sein Urteil bilden. Wenn ich Ihnen da widersprechen darf. Mein Vater kann sehr wohl die Tatsache in Betracht ziehen, dass meine Zukunft bei Ihnen und im Kloster liegt. Nicht wahr, Papa? Na ja. Eine endgültige Entscheidung steht ja derzeit noch nicht an. Und für uns wäre es überaus hilfreich, wenn wir zumindest in der Gemeinderatssitzung behaupten dürften, dass Sie ein Interesse daran hätten. Das habe ich. Danke, Papa. Ja, dann. Herr Dr. Seewald, ich werde Ihnen die nötigen Unterlagen so schnell wie möglich zukommen lassen. Ich bitte darum. Wer ist das? Sandra. Erinnern Sie sich nicht, das Baby, was bei uns im Kloster zur Welt kam? Ach ja? Es bleibt bei unserem Termin. 17 Uhr in München. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sandra. Hallo, Markus. Was gibt's? Probleme? Wolfgang hat eine Freundin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich. Dankeschön. Ja. Komm. Rathaus K. Sie brauchen nicht so zu brüllen, Herr Huber. Ich habe Ihnen gesagt, Herr Wöller ist auf einem Meeting und kann nicht gestört werden. Ich weiß, dass er in einem Meeting ist, aber holen Sie ihn nach. Ich werde es ihm ausrichten. Guten Tag. Herr Bachmann. Guten Tag. Ich habe Ihnen doch gesagt, Herr Wöller kommt heute nicht. Ja, und ich lasse mich nicht länger von Pontius zu Pilatus schicken. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Schauen Sie. Ich habe 2 Wochen Arbeit in diese Ruine investiert. Von irgendetwas muss ich schließlich auch leben. Na gut. Dann setzen Sie sich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sie sollen sich hinsetzen. Herr Wöller. Ich habe Ihnen einen starken Kaffee gemacht, mit 3 Stück Zucker, wie Sie ihn am liebsten haben. Sie hören jetzt auf, sich wie eine beleidigte Leberwurst aufzuführen und benehmen sich endlich wie ein Mann, verdammt nochmal. Also ehrlich, Herr Wöller, das kann man ja nicht mehr mit ansehen. Nur weil Schwester Lotte zur Abwechslung mal Oberwasser hat. Und wer weiß, ob die Nonnen die Finanzierung überhaupt zusammenkriegen. Geschweige denn die Mehrheit im Gemeinderat. Also stehen Sie jetzt auf. Schauen Sie sich das an. Alles bleibt liegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich den Leuten erzählen soll. Und der Huber ruft auch die ganze Zeit an. Und wie Sie aussehen. Wie? Wann waren Sie denn das letzte Mal unter der Dusche? Der Jagdhütte gibt es einen Brunnen mit Wasserpumpe. Die Nonnen ziehen heute aus. In Ochsen. Na sehen Sie, das ist doch schon mal was. Nee, lassen Sie es. Es lohnt sich nicht mehr. Ich gehe zu Hause. Herr Wöller. Ich muss nach dem Rechten sehen. Na gut. Aber zuerst empfangen Sie den Herrn Bachmann. Wen? An dem kommen Sie sowieso nicht vorbei, der wartet draußen. Und spätestens zur Gemeinderatssitzung sind Sie wieder zurück, sonst schmeiß ich den Krempel auch hin. Dann können Sie sich eine neue Sekretärin suchen. Herr Bachmann, der Herr Bürgermeister ist jetzt soweit. Dankeschön. Guten Tag, Herr Wöller, was geht es? Und fassen Sie sich kurz. Ich bin auf dem Sprung, bitte. Ich kriege 11.000 Euro von Ihnen. Was? Vermessen und 1:10 Zeichnen der alten Bausubstanz von Kloster Kaltental. Herr Huber hat mich an Sie verwiesen. Ja, wie kommt er auf sowas? Ich meine, er ist der Bauunternehmer, nicht die Gemeinde, also soll er auch zahlen. Nein, 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 so geht's ja nur nicht. Ich habe 2 Wochen Arbeit investiert und die will ich auch bezahlt haben. Ja, dann gehen Sie halt zu den Nonnen, wenn Sie sich beschweren wollen. Die haben das Projekt sabotiert, nicht ich. Sagen Sie dem Herrn, was Sache ist. Ich bin bis auf Weiteres nicht zu erreichen.
endlich! Sandra! Was machst du denn hier? Hallo! Schwester Agnes. Hallo. Ist das der Markus? Ja. Hallo, Markus. Oh, bist du groß geworden. Hallo. Ladet schon mal alles ein. Ich muss noch mal telefonieren. Komm, Sandra. Ich finde das keine gute Idee. Lotte, du musst deine Sachen noch einpacken. Ja, ja. Alles muss man alleine machen. Sei doch froh, dass Felicitas endlich ihr Hörgerät verpasst kriegt. Hildegard hat sowieso zwei linke Hände und heult den ganzen Tag. Kann ich nicht bei Ihnen bleiben, lieber? Ich meine, mein Schwiegervater, der kann mich doch sowieso nicht leiden. Ach, der tut doch nur so. Frau Labern, hier ist Schwester Lotte, grüße Sie. Ist der Herr Wöller bei Ihnen? Ah, das trifft sich gut. Verstehe. Ja, dann sagen Sie doch Herrn Bachmann, ich melde mich heute noch bei ihm. Danke, Frau Labern. Wiederhören. Dein Schwiegervater ist auf dem Weg hierher. Also lass ihn nicht ins Boxhorn jagen. Und was deinen Wolfgang angeht, der taucht sicherlich auch bald auf. Das glaube ich nicht. Und wenn, es ist aus, Schwester. So schnell geht das nicht. Und denk nicht immer nur an dich oder deinen Mann. Denk auch an Markus. Das tue ich ja. Ich will nicht, dass er bei so einem Vater groß wird. Jetzt beruhig dich doch. Nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sie sind ja immer noch da. Punkt 12 war ausgemacht. Markus, schau mal, dein Opa. Sandra, was machst du denn hier? Ihre Schwiegertochter hat bei uns im Kloster Zuflucht gesucht. Was? Ja, und nachdem wir hier mitten im Umzug sind und sie ihr Haus wieder haben, haben wir uns gedacht, es wäre doch besser, wenn sie bei Ihnen wohnt. Ja, wie, warum? Was ist passiert? Entschuldigung. Wolfgang und ich, will mich scheiden lassen. Na, ob es so weit kommt, werden wir erst noch sehen. Scheidung? Ja, wieso denn das um Himmels Willen? Lotte, wo bleibst du denn? Ja, ich komm ja gleich. Gut. Also sag ihm, was passiert ist, ich muss es leider los. Ja, Moment, Schwester. Wir sehen uns auf der Gemeinderatssitzung. Ja, jetzt rennen Sie doch nicht weg. Was ist mit dir beiden los? Haben die Ehekrach oder was? Schlimmer. Ihr Sohn treibt sich in fremden Betten rum. Entschuldigung. Noch schlimmer, er treibt sich im eigenen Ehebett rum und Sandra hat ihn dabei erwischt. Habe ich es nicht gesagt? Ja, das geht nicht gut, aber nein, es muss ja unbedingt so eine. Ich muss mich korrigieren, Sie sind ja noch schlimmer als Ihr Sohn. Also wirklich. Sandra! Vorsicht! Lotte, das schaffen wir niemals, alles auf einmal ins Kloster zu bringen. Ja, wieso Kloster? Ich dachte, Sie ziehen in Ochsen. Das hat sich erübrigt. Unserem Widerspruch ist stattgegeben worden. Was? Vergessen Sie doch einfach mal den Bürgermeister. Sie sind doch auch Vater und Schwiegervater und vor allen Dingen Großvater. Und vor dieser Rolle haben Sie sich bisher doch immer gedrückt. Wäre es nicht eine schöne Gelegenheit, sich dieser Verantwortung zu stellen? Was soll ich noch alles? Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Vorsicht. Vorsicht. Tja. Ich glaube, es ist besser, ich gehe wieder. Wohin? Erstmal zu einem Anwalt in München, der mir damals die Aufenthaltsgenehmigung besorgt hat. Und dann zurück nach Marokko. Ja, langsam, langsam. Anwälte kosten nur Geld. Ich bin sicher, das lässt sich alles wieder einrenken. Irgendwie. Wie denn? Wolfgang hat jetzt eine andere. Überhaupt. So wie der drauf ist in letzter Zeit. Wir haben sowieso nur noch gestritten. Hey, ich meine, du darfst das nicht so eng sehen. Jeder Ehemann geht mal fremd. Also das ist ja wohl das Letzte. Und die Ehefrauen übrigens auch. Nur die stellen es in der Regel etwas geschickter an. Also ich bin nicht fremdgegangen. Okay. Ich war nur weg übers Wochenende mit Markus. Und als ich dann früher zurückgekommen bin, weil es mir leid getan hat, da knutscht er mit dieser Schlange von Brigitte. Sanna, jetzt pass mal auf. Jetzt hör mir doch erst mal zu. Wozu denn? Du bist doch sowieso auf seiner Seite. Setz dich. Ich habe mit meiner Meinung
was eure Ehe angeht, nie hinterm Berg gehalten. Das war ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Und ihr wart wahnsinnig verliebt und jung und grün hinter den Ohren und alles. Und da traut man sich halt zu, so einen Wahnsinn durchzustehen. Und ich habe einen Sinn gegeben, wegen dem Kleinen. Ja, aber jetzt bei der ersten Gelegenheit, wo es mal nicht so romantisch läuft, wo einer missbaut, alles hinzuschmeißen, das kann es doch nicht gewesen sein. Liebst den Idioten doch, oder? Sag mal, jetzt ist das nicht so tragisch. Pass mal auf, ich rufe den Wolfgang an und ich höre mir mal an, was er zu sagen hat. Ich würde ja wahnsinnig gern mit dir nach München kommen, aber ich kann hier leider nicht weg. Scheint nicht da zu sein. Wird bei ihr sein. Oder vielleicht eine Firma. Firma? Das ist doch keine Firma. Das ist ein Schrottplatz, wo er seine Zeit verplempert. Moment. Das ist ein Gebrauchtwagenhändler. Und es ist keine Schande, Autos aus zweiter Hand zu verkaufen. So. Und du machst es dir jetzt erstmal gemütlich. Du weißt ja, wo das Zimmer von Wolfgang ist. So, kleiner Mann. Und du, mit deinem Flugzeug, du gehst jetzt mit der Mama und der Opa, der kümmert sich um die Nonnen. Ja, welche Nonnen denn? Die da draußen rumlaufen. Sophie? Ja? Oh Gott, fall bloß nicht runter, pass auf. Keine Panik. Ausgerechnet jetzt gehen Sie, wo Sie gebraucht werden. Was soll ich denn mit dem Mädel machen? Aber Herr Wöller, Sie machen das doch ausgezeichnet. Finden Sie? Mhm. Naja, man tut, was man kann. Sagen Sie, Sie könnten sich nicht wenigstens meinen Sohn vorknöpfen? Weil ich kann morgen hier nicht weg, also wenn überhaupt. Also bitte, Schwester. Nun gut. Prima. Und wenn er sich stur stellt, rufen Sie mich einfach an. Ich bringe ihn schon auf Vordermann. Genau, das werde ich nicht tun. Ihr Sohn ist nämlich nicht eines Ihrer Fraktionsmitglieder, den Sie auf Vordermann bringen können. Übrigens, diese Taktik funktioniert auch nicht mehr im Gemeinderat. Das werden Sie nachher gleich sehen. Sie brauchen ja gar nicht reden. Die Herren haben schon Muffensausen, wenn Sie nur zur Tür reinkommen. So soll es sein. Jedenfalls, das Kloster haben wir wieder. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Sag mal, Willi, war der Wöller heute schon da? Na, der hat sich schon seit einer Woche nicht mehr ficken lassen. Das gibt's ja nicht. Im Rathaus ist er nicht, in der Firma ist er nicht und zu Hause kann auch nicht sein, da sind ja die Nonnen. Wo steckt der Kerl? Die Nonnen ziehen halt aus bei ihrem Zurück ins Kloster. Sag das nochmal. Die Nonnen ziehen zurück ins Kloster, wo sie hingehören. Was? Ein Bier? Das gibt's doch nicht! Gott zum Gruße, Schwester. Ah, der Herr Huber. Wie geht's? Wie steht's? Seit wann interessiert Sie mein Wohlbefinden? Ihnen haben wir doch diese Odyssee hier zu verdanken. Mir? Aber ich bitte Sie, Schwester, ich habe mich stets aus den Streitigkeiten zwischen Ihnen und Wöller herausgehalten. Aber ich bin auch Unternehmer. Und der Auftraggeber sitzt leider am längeren Hebel. Ah, ich verstehe. Jetzt sitze ich am längeren Hebel. Sie sagen es, Schwester. Ah. Ein Wort von Ihnen genügt. Und noch heute können Sie und Ihre Schwestern in das Gebäude einziehen, das ich für diesen pleitegegangenen Heini vom Möbelparadies errichtet habe. Bungalow? Mit Pool, Jacuzzi, Heimkino und Kegelbahn im Keller. Donnerwetter. Hey, ich bitte Sie, das ist doch viel zu schwer für eine Frau. Sprechen Sie sich nur ja keinen ab. Unterliege Ihrem Unternehmerscham nicht. Aber Schwester, ich bitte Sie, was wollen Sie denn in dieser Bruchbude mit diesen Holzwürmern und Kakerlaken? Dort würden Sie auf dem neuesten Stand der Technik leben. Ich liebe meine Holzwürmer. Und das Knacken in den Balken ist sozusagen Musik in meinen Ohren. Schwester, eine Hand wäscht die andere. Ich meine, ich würde Ihnen auch einen neuen Diesel vor die Tür stellen, obwohl ich Ihren noch für sehr, sehr gut in Schuss halte. Das ist ein Benziner. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich Ihre Kapelle restaurieren. Ich meine, vielleicht auch eine gute Orgel einbauen mit elektronischem Blasebalg und dem ganzen Schnickschnack. Bei einem Auftragsvolumen von 10 Millionen ist das immer drin. Wenn wir uns beeilen, Lotte, können wir vielleicht noch eine Andacht in der Kapelle halten als Danksagung. Grüß Gott. Das ist eine gute Idee. Ja, geben Sie her. Grüß Gott. Kommt ihr denn allein zurecht? Ich muss nämlich noch mal weg. Alles klar, kein Problem. Aber vielleicht sollten Sie auch mal nach Schwester Hildegard schauen, wie die sich anstellt im Kindergarten. Kannst du denn das nicht machen? Ich bin doch völlig zugeschüttet mit Terminen. Ich muss ins Pfarrhaus. Wir haben um 3 Kommunionunterricht und Herr Pfarrer kommt erst um 4 von der Beerdigung. Und die Hecke schneiden muss ich auch noch. Ja, gut, gut. Ich schau, was ich tun kann. Bei der Gemeinderatssitzung geht es da vielleicht um das Kongresszentrum? Ach. Agnes, du übernimmst dir das Kommando.
Ich schau, dass ich um 8 Uhr wieder zurück bin. Gut, und viel Glück. Ja, danke. Schwester, wir müssen nochmal reden. Ich weiß, heute haben Sie keine Zeit. Aber vielleicht morgen. Oder ich fahre Sie nach München. Wir gehen den Kronprinzen essen. Ich meine, das Restaurant hat 2 Sterne. Und es gibt keinen Wein unter 100 für mich. Was sage ich? 200 Euro auf der Karte. 10 Millionen. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Das ist aber auch nicht notwendig, weil wir gar kein so riesiges, großkotziges Monstrum bauen wollen wie Sie. Aber wir können doch über alles reden, Schwester. Ich bin nach allen Seiten offen und Sie wissen, bei mir ist der Kunde König. Herr Huber, wann werden Sie das endlich begreifen? Ich kann Ihnen keine Vorteile bei der Auftragsvergabe einräumen. Sobald die Pläne und die Finanzierung vorliegen, werden wir uns bei Ihnen melden. Mir fällt nichts ein. Aber irgendetwas Schönes wirst du doch erlebt haben, oder? Ich weiß aber nicht, was mein schönstes Erlebnis war. Mama. Ihr wart doch sicher mal in den Ferien, irgendwo am Meer oder so. Schreib doch, wie du im Meer fast ertrunken wärst und der Papa dich dann wieder rausgeholt hat. Genau, das ist doch schön. Das war gar nicht schön, aber spannend. Ich geh schon. Danke. Schwester Lotte. Na du, wohnst du jetzt hier? Nein, ich habe nur auf die Kinder aufgepasst. Max hat Probleme mit Wöller. Er will nicht zahlen. Deswegen bin ich ja hier. Max, da ist Schwester Lotte. Grüß Gott. Grüß Gott. Es tut mir leid, dass ich es erst jetzt schaffe und ich bin auch gleich wieder weg. Sind denn die Pläne fertig fürs Denkmalamt? Ja, aber die rücke ich nur ungern heraus, bevor nicht geklärt ist, wer sie bezahlt. Wir? Das heißt der Orden. Allerdings geht das erst, wenn ich das Projekt unter Dach und Fach habe und deswegen brauche ich ja auch die Pläne für die Gemeinderatssitzung. Sie kriegen sie auch wieder zurück. Und, ist denn schon klar, wann der Startschuss fallen soll? Sobald Sie einen Alternativplan zum Konzept von Wöller und Huber zu Papier gebracht haben. Soll das heißen, Max behält den Auftrag? Ja, sicher. Er gehört doch quasi zur Familie. Allerdings müssen wir das Bauvolumen um circa die Hälfte reduzieren, also etwas bescheidener und kostenbewusster. Das lässt sich machen. Nur sollten wir uns mal zusammensetzen und die verschiedenen Vorstellungen unter einen Hut bringen. Das machen wir. Bitte. Drücken Sie mir die Daumen, dass der Gemeinderat mitspielt. Ich komme morgen mal vorbei. Wir wohnen ab heute wieder im Kloster. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist doch jetzt viel besser so. Ja, schon. Nur Weller steckt bei Huber so tief drin, dass er sich mit Händen und Füßen dagegen wehren wird. Und falls sich Wolfgang bei dir melden sollte, lass ihn auch nicht sein, ja? Sag ihm, er soll hier warten, bis ich wiederkomme. Und Wolfgang! Wolfgang, du alte Mensch, weil ich warte! Jetzt warte doch! Wolfgang, mach sofort die Tür auf! Mach die Tür auf, sonst komme ich mit dem Schaufelbagger und mach die ganze Hütte platt! Das ist deine letzte Chance, mal auf! Dann muss ich mich immer an meinen neuen Auftraggeber wenden. Ich habe übrigens morgen einen Termin mit Schwester Lotte und wir werden uns ganz sicher einig werden. Du kannst ja schon mal dein Sparbuch plündern, ich möchte nämlich die Kohle zurück! Dann eben nicht. Was habe ich da gehört? Du und Schwester Lotte? Du bist doch der schleimigste Opportunist aller Zeiten, ja? Nein, und so, was will mein Freund sein? Bist du verrückt geworden? Hör mich an, Hermann! Das Geld kannst du dir in die Haare schmieren, weil das meiste ist schon in irgendwelchen Kanälen versickert. Oder glaubst du, dass ich mein Eigenheim damit repariert habe? Jetzt mach hier ja nicht auf Ritter ohne Furcht und Tadel. Die ganzen letzten Sachen, die hast du alle versiebt, sind alles pleite gegangen. Und dass du dir das Kongresszentrum von der Nonnen hast vor der Nase wegschnappen lassen, dafür gehörst du standrechtlich erschossen! Du bist für mich sowieso gestorben. Aber bitte, häng dein Fähnchen in den Wind und mach gemeinsame Sache gegen mich mit den Nonnen. Wir müssen sehen, was du davon hast. Zum Beispiel, hast du dir mal überlegt, dass die Finanzierung gar nicht gebacken kriegen? Hä? Dann kommst du bei mir angekrochen, die Allgemeinderäte, und du von weg. Und dann sage ich dir, ist es für mich ein seelisches Brausebad, dich dorthin zu schicken, wo du gehörst. Zum Teufel! Nur zu deiner Information. Heute Morgen war die Mutter Oberin im Kloster. Mit dem Bankier Sebald. Und über die Finanzierung würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Herr Wöller? Also, entweder Sie bleiben jetzt sofort stehen oder ich lasse Verstärkung rufen und Sie in Handschellen abführen. Denn was Sie sich eben geleistet haben, das reicht nicht nur für einen 6-monatigen Führerscheinentzug, sondern auch für 2-3 Jahre auf Bewährung. Herr Meier, Ihr Pflichtbewusstsein, Ihre Einsatzfreude, was meine Person anbelangt, in allen Ehren. Und normalerweise hätte ich Ihnen vielleicht auch den Gefallen getan, anzuhalten, meinen Strafzettel von Ihnen zu kassieren.
Aber ich bin nicht normal. Verstehen Sie? Heute ist nichts normal. Weil heute steht nicht nur meine politische Existenz und Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Nein, heute taucht auch meine Schwiegertochter heulend auf und will sich scheiden lassen. Und mein einziger und bester Freund lässt mich in der Scheiße sitzen, die er selber mit angerührt hat, und kriegt den Nonnen unter die Kutte. Und da kommen Sie und wollen mich dumm anmachen. Wissen Sie, was Sie mich können? Am Abend können Sie mich besuchen. So, und ich gehe jetzt ins Rathaus. Und wenn ich nur einen Mucks von Ihnen höre, dann war es der letzte Mucks, den Sie von sich gegeben haben. Weil auf ein Wort mehr oder weniger kommt es mir jetzt auch nicht mehr an. Grüß Gott, Herr Meier. Wollen Sie etwa zur Gemeinderatssitzung? Ja, warum? Na, da ziehen Sie sich aber warm an. Der Wöller ist heute nicht ganz zurechnungsfähig. Oh, auf meinen Verrückten mehr oder weniger kommt es heute auch nicht mehr an. Ah, Sie haben geduscht und sich umgezogen. Jetzt sehen Sie endlich wieder wie ein Mensch aus. Und der Anzug, der steht Ihnen am besten, finde ich. Frau Labern, ich bräuchte dringend 15 bis 20 Kopien von dem Schrieb vom Innenministerium. Strukturverbesserung im Lande betreffend. Ja, liebend gern, aber den haben Sie doch. Was, ich? Achso, ja. Habe ich im Aktenkoffer unten im Auto. Frau Labern, wären Sie so nett, ja? Aber Beeilung bitte. Ja. Darf ich stören? Nein, für Sie bin ich ab sofort nicht mehr zu sprechen. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie mit Ihrer Schwiegertochter klargekommen sind. Haben Sie mich nicht verstanden? Sie sind Luft für mich, also verflüchtigen Sie sich. Wenn Ihre schlechte Laune auf Herrn Huber zurückzuführen ist, kann ich Ihnen versichern, dass ich... Hat hier jemand was gesagt? Mein Gott, Herr Wöller. Ja, Herr Huber ist auf mich zugekommen, hat mir einige unseriöse Angebote gemacht, die ich natürlich abgelehnt habe. Komisch. Ich dachte, ich höre was. Ja. Na schön, dann hören Sie eben was. Vielleicht interessiert es Sie ja, dass ich in der Gemeinderatssitzung nicht auf Konfrontationskurs gehen werde und dass ich glaube, dass wir uns gemeinsam auf meinen Vorschlag einigen können. Und ich biete Ihnen an, mir Ihre Bedingungen zu nennen. Na endlich, nimmt mal einer ab. Also wenn ich ein Auto kaufen müsste, ja? Hätte ich längst eingehängt und wäre zur Konkurrenz gegangen. Also, was gibt es, was ich wissen müsste? Ja, was soll das heißen? Ja, ihr müsst euch am Riemen reißen. Wir müssen die Kombis verkaufen. In Genf auf dem Autosalon? Ja, wird das neue Modell vorgestellt und wir sitzen auf unseren alten Kisten rum. Ende der Durchsage. Der Aktenkoffer ist nicht in Ihrem Wagen. Das gibt's doch nicht. Frau Laber, mein Gott. Gib sie her. Also ich bin nur von heimtückischen Nattern gezücht und bodenloser Unfähigkeit umzingelt. Durch Aufstocken der Stallungen und der Remise entsteht ein atriumartiger Innenhof, der von einem Glasdach überspannt wird. So ergibt sich ein vielfach nutzbarer Raum für ca. 300 Kongressteilnehmer oder Konzertbesucher. Ich denke auch, dass das vollkommen ausreicht. Und vor allen Dingen ist diese Version finanzierbar, auch im Hinblick auf die Folgekosten. Heinz, kannst du die Dame mal fragen, wo sie in diesem atriumähnlichen Raum 300 Gäste unterbringen will? Auf Luftmatratzen oder auf dem Boden oder wo? Wir sind der Meinung, dass die Gäste in Hotels und Pensionen dieser Region untergebracht werden sollten, sodass möglichst viele Betriebe davon profitieren können und das Geld in der Gemeinde bleibt und nicht auf Konten irgendeiner Trägergesellschaft versickern. Ja, was schaut ihr mich an? Meine Auffassung ist ja hinlänglich bekannt. Die Entscheidung liegt bei euch, ob ihr mit so einer fußkranken Lösung leben könnt. 300 Besucher, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wie in den Infrastrukturrichtlinien des Landes nachzulesen ist, werden für sowas auch keine Gelder zur Verfügung gestellt. Welche Infrastrukturrichtlinien? Ja, eigentlich wollte ich euch irgendwelche Unterlagen zukommen lassen, aber leider ist mein Aktenkoffer auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Ne? Aber ich meine, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass weder ein Bebauungsplan vorliegt, noch eine Rentabilitätsberechnung, noch ein Finanzplan. Ja? Also was die Damen zu bieten haben, sind unausgegorene Vorstellungen. Tut mir leid. Meines Wissens hat die Gemeinde, sprich Herr Wöller, 2 Jahre gebraucht, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und wir werden in 4 Wochen fundierte Zahlen auf den Tisch legen. 4 Wochen, meine Damen und Herren, ist alles, was ich von Ihnen erbitte. Ja, und jetzt möchten Sie mich bitte entschuldigen. Ich werde in München erwartet. Unsere Mutter Oberin hat ein Treffen vereinbart mit Bischof Rossbauer, Herrn Moosbrunner von der Landesregierung und Bankier Seewald. Na und? Zu dem auch ich geladen bin. Und außerdem bin ich der Meinung, dass wir mit unserer Version wesentlich größere Chancen haben, Förderungen von der Landesregierung zu bekommen, als Herr Wöller und sein Konsortium mit ihrer Großmannssucht. Hört, hört! Schwester? Ja? Danke für Ihre Ausführungen. Gern geschehen. Und ihr lasst euch das alle gefallen.
In 4 Wochen ist der erste Spatenstich, verdammt normal. Wo, Wolfgang? Das Kloster gehört nicht dir. Das gehört den Nonnen, oder? Dann rollen hier die Köpfe, das verspreche ich euch. Sie regen sich ja nur so auf, weil Sie wissen, dass unser Vorschlag Hand und Fuß hat. Und Sie ärgern sich, dass Sie nicht selbst darauf gekommen sind. Und das mit Ihrem Sohn? Erledigen Sie das? Sagen Sie der Schwester, dass ich auch meine familiären Angelegenheiten selber klären werde. Herr Wöller redet nicht mehr mit mir. Was ist denn schon wieder? Nach 4 Wochen Urlaub. Was? Möller? Na endlich. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was soll denn das? Sandra ist weg, seit letzter Nacht mit dem Kind. Ich war gerade auf der Polizei. Polizei? Deine Frau sitzt bei mir zu Hause und heult Rotz und Wasser. Ja, und ich denke nicht daran. Wer war das, Sandra? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, aber ich weiß jetzt, wo sie war gestern Nacht, bei Gabi. Und dann wollte sie noch zu irgendwelchen Nonnen. Du hast doch genau gewusst, dass sie früher nach Hause kommen wollte. Wer sagt das? Gabi? Ja, Gabi. Du hast voll drauf angelegt. Gib's doch wenigstens zu. Na und? Ihr habt euch doch nur noch gestritten. Und ich habe nichts davon gemerkt, dass es dir keinen Spaß macht. Raus. Was? Raus! Womit habe ich das verdient, Frau Laber? Können Sie mir das sagen? Das kannst du doch nicht machen, Vater. Bischof Rossbauer ist schon da und Schwester Lotte muss auch gleich kommen. Ja, aber der Herr von der Regierung hat doch gesagt... Na gut. Morgen geht nicht, da ist schon alles voll. Aber übermorgen. Um die gleiche Zeit? Aber bestimmt. Gut, dann bis heute Abend. So ein Mist. Grüß Gott, Julia. Das Meeting ist auf übermorgen vertagt. Der Herr von der Regierung hat abgesagt. Tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Ich habe sowieso in München zu tun. Aber die Mutter Oberin hätte ich gerne gesprochen, wo ich schon mal hier bin. Das geht jetzt leider nicht. Bischof Rossbauer nimmt dir gerade die Beichte ab. Sonst noch etwas, das Sie beichten möchten? Ich denke, das war's. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nur Interesse halber, was hat Ihnen denn die gute Schwester Hildegard Schlimmes angetan? Sie kann es einfach nicht lassen, hinter meinem Rücken zu operieren. Mhm. Frau Seewald, wir sind soweit. Oh, Schwester Lotte. Gelobt sei Jesus Christus. Wie war es im Gemeinderat? Erzählen Sie. In Ewigkeit Amen. Wenn ich zuerst was sagen darf? Nein, Frau Seewald. Hat Herr Wöller endlich klein beigegeben? Ich denke, Sie sollten doch Schwester Julia zuerst zu Wort kommen lassen. Sehen Sie, was ich meine? Keiner tut, was ich sage. Frau Seewald, bitte gehen Sie in Ihr Büro und nehmen Sie die Herren in Empfang. Die Herren kommen nicht. Wie? Der Herr Regierungsdirektor hat sich bei meinem Vater entschuldigen lassen. Als Ersatz habe ich einen neuen Termin für übermorgen um die gleiche Zeit vorgeschlagen. Nun, in dem Fall darf ich mich auch verabschieden. So eine Pleite. Geduld, Geduld, Frau Reuter. Gut Ding will Weile haben.
Bis übermorgen dann. Ich werde versuchen, es möglich zu machen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Und hinterher schauen wir uns vielleicht doch das Pokalendspiel an. In Ihrem schicken Computer. Hm? Mit dem größten Vergnügen. Bringen Sie seine Exzellenz bitte zur Tür. Danke, ich kenne den Weg. Schwester Lotte, nehmen Sie Platz und schießen Sie los. Nun ja, wie nicht anders zu erwarten, hat Herr Wöller wieder mal alle Register gezogen. Aber die Herren vom Gemeinderat waren sichtlich beeindruckt. Vor allem von dem Vorschlag, die Gäste in lokalen Hotels unterbringen zu lassen. Ach, Schwester Lotte, wer hätte das gedacht, dass wir beide einmal einer Meinung sind und am gleichen Strang ziehen? Tja, wer hätte das gedacht? Na, wunderbar. Ich glaube, wir belassen es für heute dabei und sehen uns übermorgen wieder, ja? Ja, vielleicht habe ich dann auch einige Skizzen vom Architekten dabei. Sehr gut. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Ach, noch etwas. Wie geht es Schwester Hildegard? Ausgezeichnet. Ach ja? Nun ja, Ihnen kann ich es sagen. Ich würde diese Entscheidung gern wieder rückgängig machen, nur wage ich es nicht, Julia Seewald vor den Kopf zu stoßen. Ihr Vater ist unser Geldgeber und ich möchte es nicht riskieren, dass er uns eventuell wieder abspringt. Aber das bleibt unter uns. Selbstverständlich. Morgen fahren wir alle nach München, bringen das Ganze in Ordnung. Ich muss jetzt aber in die Firma, weil sonst ist der Opa was pleite. Ja. Ja, und du fährst jetzt mit dem Opa im Auto. Ja. So, ich bin so gegen 7 Uhr wieder zurück. Willst du nicht doch lieber mitkommen? Nein, ich bleib hier. Na gut, dann leg dich hin oder mach dich nützlich, weil das Haus hat seit Wochen keinen Staubsauger mehr gesehen. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Fahren. Fahren. Und wer fährt? Ich fahr. Von wegen. Ich fahr. Nein, von wegen. So, du fährst hinten mit, du kleiner Frechdachs. Anschnallen, sonst kassiert die Polizei wie viel Euro? 60. 60. Hallo? Grüß Gott, Wolfgang. Schickt sie Sandra. Von euch höre ich ja schöne Geschichten. Ich weiß ja nicht, was sie Ihnen erzählt hat, aber sie ist selbst schuld, dass es so weit gekommen ist. Kaffee? Na, na, na. In die Arme einer anderen wird sie dich ja wohl kaum getrieben haben. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, ständig hat sie irgendwas an mir auszusetzen. Dabei schuft die von früh bis spät, wie ein Blöder, damit wir die Miete und das alles bezahlen können. Ja, wenn du ihr das auch in dem Ton gesagt hast, dann wundert mich ja nichts mehr. Bist du immer so romantisch zu deiner Frau? Wir sind verheiratet. Ich liebe sie und das weiß sie. Aber ich habe eben keine Lust, weiter zu studieren. Als Autoverkäufer verdiene ich wenigstens was. Wie kommt es dann zu dieser anderen Frau? Brigitte. Wir arbeiten in der gleichen Firma. Die hat es voll drauf angelegt. Ich meine, sie wusste, dass wir Krach hatten und Sandra bei ihrer Freundin ist. Und dann, ich meine, ich war allein und gefrustet. Ja, ich bin auch nur ein Mann, Schwester. Aber wollen Sie das wirklich alles wissen? Nein. Und wie stellst du dir vor, dass es jetzt weitergeht? Ja, wir fahren hin und holen sie, was sonst? So einfach geht das aber nicht. Ja, glauben Sie, dass sie mich jetzt sitzen lässt wegen sowas? Das ist doch total bescheuert. Ich meine, da ist doch nichts passiert. Ein bisschen fummeln, aber ein bisschen fummeln, aber Wolfgang, eure Probleme liegen doch viel tiefer. Du wirst dich schon ein bisschen um Sandra bemühen müssen. Ich tue ja alles. Hauptsache, sie kommt zurück. Na? Hast du den ersten Tag gut überstanden mit den Kindern? Was heißt überstanden? Es war fantastisch. So gut habe ich mich seit Jahren nicht mehr gefühlt. Na, das ist ja schön. Nur todmüde bin ich jetzt. Oh, die Abendandacht. Warte. Na,
Nimm das hier. Das sieht besser aus. Soll ich vielleicht noch ein Herz draufmalen? Warum nicht? Schaden kann das nicht. Frauen sind einfach anders als Männer. Aber ganz wichtig, fang nicht wieder an zu streiten, sonst war alles für die Katz. Okay. Warten Sie hier. Ja, falls was schief geht. Nein, sicherlich nicht. Sonst denkt sie noch, ich hätte dich dazu überredet. Du schaffst das schon. Nicht so, ich fühle mich schon beschissen genug. Hier. Was ist das? Ich habe deinen Brief geschrieben, weil ich will nicht, dass wir gleich wieder Stress haben. Bitte, da steht alles drin. Du warst bei Schwester Lotte. Das war Ihre Idee. Gibst du? Na und? Sandra, zwischen Brigitte und mir, das tut mir leid. Aber da war nichts und da wird doch nie was sein. Was ist denn los, Wolfgang? Sandra, ich liebe dich verdammt nochmal. Warum sagst du es dann nicht? Ich hab's doch gerade gesagt. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Sandra! Das übernimmst du bitte. Ich? Agnes. Und? Hast du ihr den Brief gegeben? Klar. Nur sie wollte ihn nicht lesen. Ihr habt wieder miteinander gestritten. Ich kann sagen, was ich will. Sie glaubt mir einfach nicht. Du darfst nicht so schnell aufgeben. Du musst dir was einfallen lassen. Und zwar etwas, das sie gar nicht anders kann, als es nochmal mit dir zu versuchen. Ich wüsste doch schon was. Aber wie ich Sandra kenne, schaut sie nicht mal hin. Und was? Und außerdem kostet es eine Stange Geld. Naja, ich bin schwach bei Kasse. Nein! Ich liebe dich. Oder besser einfach nur Sandra. Sonst denkt sie noch, ich mache das Ganze für Brigitte. Das ist eine sehr gute Idee. Und wer soll's bezahlen? Sie? Ich? Nein. Das Autohaus Wöller. Die machen so viel Reklame, das fällt überhaupt nicht auf. Schwester. Lass mich nur machen. Und jetzt kommst du mit mir rein und betest mit uns. Hallo, mein Schatz. Na du? Ich war jetzt gerade baden. Und du gehst jetzt auch runter. Ab in die Wanne. Los. Sandra, da ist ein Brief für dich. Dachte, der wäre für mich. Ja, den muss Wolfgang hier gelassen haben. Was, der war hier? Jetzt komm, bitte bleib hier und antworte mir gefälligst, ja? Weil ich bin von dieser Tragödie genauso in Mitleidenschaft gezogen wie ihr. Er war hier, ja. Und hat gemeint, er muss nur nicht "es tut mir leid" sagen. Dann ist alles wie gehabt. Ich will aber nicht, dass alles wie gehabt ist. Verstehst du das nicht? Nein, das verstehe ich nicht. Denn das, was hier steht, ist alles andere wie gehabt, ja? Hier, liebe Sandra, bla bla bla, Liebesgesäusel und so weiter. Und hier steht, werde ich den Job eben hinschmeißen und wieder studieren. Du hast es geschafft. Jetzt ist er arbeitslos. Was willst du noch? Hier steht alles schwarz auf weiß. Mach dir keine Sorgen, was das Geld angeht. Du hast recht.
Vater hat genug Kohle. Was? Und wird sicher nichts dagegen haben, wenn sein Sohn den gleichen Bildungsstand hat wie er. Ich habe mein Studium selber finanziert, ja? Und dann werden wir alles anders machen. Das verspreche ich dir. Bitte verzeih mir. Dein Wolfgang. Warum erst jetzt, wo es zu spät ist? Was redest du denn da, wo es zu spät ist? Wie alt bist du? 25? Das verstehst du nicht. Behaupten kann man ja viel. Und warum soll ich das glauben? Er war mit einer anderen zusammen. Ja. Und wenn ich nicht gekommen wäre, zufällig, dann wäre er mit ihr ins Bett. Ist er aber nicht. Das Vertrauen ist futsch. Aber wie gesagt, das versteht keiner. Ja, was soll der Junge noch alles machen? Auf dem Kopf stehen und mit den Ohren wackeln, oder was? Von wegen Studium. Der kann bei mir Juniorchef spielen. Ich habe die Wäsche in die Waschmaschine getan. Du darfst nur nicht vergessen, sie später in den Trockner zu tun. Ich muss nämlich jetzt nach Hause. Nein, darf ich nicht. Grüß Gott. Ich bin die Schwester Lotte aus Kloster Kaltental. Wir haben miteinander telefoniert. König, Autohaus Wöller? Ja. Da gibt's nur ein Problem. Im Autohaus Wöller ist nichts von dem Werbeauftrag bekannt und ein Modell Sandra haben die gar nicht im Sortiment. Aha. Mit wem haben Sie denn da gesprochen? Ich weiß ja nicht, wer da abgehoben hat. Der Auftrag kommt ja auch von Herrn Wöller persönlich. Und es handelt sich auch nicht um ein Automodell, sondern um seine Gattin. Es ist eine Überraschung. Ach so. Was haben Sie damit zu tun? Ich? Ich will mitfliegen, weil in der Mission in Afrika habe ich das ständig gemacht, nur nicht allein. Oh, das ist ja toll. Sie wollen mitfliegen? Ja, bitte. So nicht. Aber... Hm? Oh. Wo bin ich? Oh Gott. Wöller? Und da wecken Sie mich zu nachtschlafender Zeit. Ja, aber was soll ich mit dem Flugzeug? Ich bin Autohändler. Was? Auftrag? Ich? Ja, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Stornieren Sie das Ding, ja? Was? Moment. Bleiben Sie dran. Mich laus der Affe. Sandra! Sandra! Was? Da, am Himmel. Der Wahnsinnige. Das ist doch nicht zu fassen. Und alles wegen einer Frau. Ich habe meine Brille vergessen. Was ist denn da oben? Ein Wunder. Nein, ein Spinner. Was? Ein Spinner. Da ist noch was. Das muss ja ein Vermögen gekostet haben. Aber die Wöllers haben es ja. Hoffentlich hilft's.
Oder war das etwa auch wieder Ihre Idee? Nein, ganz und gar nicht. Das war seine Idee. Wir hatten nicht daran geglaubt, dass es funktioniert. Herr Wöller, vielen Dank. Sie waren wirklich sehr spendabel. Ich zahle keinen Pfennig. Und die Sache mit dem Studium von Wolfgang müssen wir auch noch drüber reden. Ach, Herr Wöller, jetzt seien Sie doch nicht so. Seien Sie froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Vielen Dank. Komm, der Wolfgang wartet bestimmt schon. Ja, und wer bezahlt das jetzt? Ich. Glaubst du mir jetzt etwa? Hallo, Chef. Ja, ich glaub dir. Aber nicht deswegen. Dein Brief. Ich habe ihn so oft gelesen, dass ich ihn jetzt auswendig kann. Und vor allem den Anfang. Frauen, man fasst es nicht. Würden Sie auf so eine Masche auch reinfallen? Komm ganz drauf an, wer es macht. Also wenn Sie Wolken sprechen lassen, wird sicherlich 4 Wochen lang regnen.